Die Arbeit war mir eine Fron. Ich buckel nie mehr nur für Lohn. Alles dreht sich nur um Geld. Seht ihr denn nicht die bunte Welt? O Welt, ich seh dich, deine Lichter, und darum wurd ich gestern Dichter. Naja, ist noch nicht so richtig rund. Ich glaube, das muss ich nochmal anfangen. Da muss man noch dran arbeiten. Ein bisschen. Ja, ein bisschen viel. Ja, super viel. Na gut, super duper viel. Naja, eigentlich ist es doch eher scheiße. Okay. Fangen wir unseren heutigen Dichtertag doch einfach mit einer poetischen Fingerübung an. Genau, um die Muskeln der Lyrik im Gehirn zu dehnen. Dichter-Yoga könnte man das nennen. Also, warum nicht ein Gedicht über einen Vogel? Tja, was ist wohl der poetischste Vogel? Die Nachtigall, natürlich. Also, was kann man über eine Nachtigall sagen? Was macht diesen Vogel aus? Warum verehren wir gerade die Nachtigall nur so? Naja, klar, wegen des Gesangs natürlich, ist ja logisch. Weil die Nachtigall halt so schön singt. Es geht um die Musik, also. Also, die Nachtigall und ihre Melodie. Der Nachtigallen Melodie, die Taube, die erfährt sie nie. Es ist ja auch furchtbar. Naja, aber nicht urteilen. Es muss alles raus, ohne Urteil. Ist ja nur Yoga. Schatz. Oh mein Gott, hast du mich erschreckt. Was ist denn? Warum erfährt das die Taube nicht? Das ist doch klar. Na, weil sie taub ist. Eine komische Frage. Okay, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du eine Tasse Kaffee willst. Einen Kaffee? Oder vielleicht einen Tee? Meinst du, Rilke zum Beispiel hat Kaffee getrunken, hä? Naja, also da wäre ich mir fast sicher. Wieso? Na, in Backnang gibt es zum Beispiel das Café Rilke. Was? Ja, stimmt, da waren wir, der Kuchen war auch wirklich lecker. Willst du vielleicht ein Stück Kuchen dazu? Ja, wenn du so fragst. Ich guck mal, was wir noch haben. So, endlich ist sie wieder weg. Kaffee. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, bei der Nachtigall und ihrem Gesang. Und bei Tauben. Aber lassen wir die mal weg, das scheint irgendwie schwierig verständlich zu sein. Was ist eigentlich an dem Gesang so besonders? Ich schau mal schnell in die Wikipedia. Es singen nur die Nachtigallmännchen. Der Gesang der Nachtigall ist reich, wohltönend und laut und wird von Menschen als sehr angenehm und schön empfunden. Ja, hab ja gesagt. So. Also die Weibchen singen nicht. Hilft das jetzt weiter? Mal schauen. Ist ja nur Yoga. Der Nachtigall hat eine Frau, doch ihr Gesang ist eher mau. Ach Gott, das klingt ja eher wie nach Ringelnatz, wie nach Rilke. Nochmal. Also, der Nachtigall schallt wieder Jubel, die Nachtigall mehr wie ein Pudel. Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer. Das ist ja jetzt nicht mehr Ringelnatz, das ist ja Otto Walkes. Hier ist der Kaffee. Oh. Kuchen haben wir leider keinen mehr, aber die Post habe ich auch gerade mitgebracht. Oh nein, muss das sein? Post, das ist ja alles andere als inspirierend. Wenn ich jetzt schon wieder Mahnungen sehen muss, dann kriege ich keine Zeile mehr hin heute. Bist du noch nicht weiter mit deinem Gedichtband? Natürlich nicht, wenn ich auch dauernd gestört werde. Seit 6 Monaten? Wenigstens eine Zeile? Eine Zeile macht noch kein Gedicht.
Hey, das ist gut, das muss ich ja sofort aufschreiben. Gut, aber ein halbes Gedicht. Also wenn ich deine Zweizeiler hier alle so rumliegen sehe. Ach was, du weißt einfach die Kunst nicht zu würdigen. Jawohl, wenn Rilke mit dir verheiratet gewesen wäre, dann wäre der Panther auf dem Niveau eines Garfield-Cartoons. Ja, sein Bauch ist vom Hinunterschlingen der Pasta so fett geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist nach Pizza und dann Basta, obwohl Lasagne ihm sonst mehr gefällt. Er ist halt in der Agentur geblieben. Die haben wenigstens deine Texte zu würdigen gewusst, ganz ehrlich. Ha! Schal, banal, trivial, abends Elmex, sonst Ponal. Sprüche für Zahnpasta, Zwiebeln in der Tube und Anti-Fußpilz-Schuheinlagen. Das ist doch keine Dichtung. Ach wieso? Käse gehört auf den Teller. Ist doch gut. Hat er immerhin einen Preis eingebracht. Ah, widerlich. Nein. Keiner wusste da in der Agentur meine Begabung wirklich zu schätzen. Du irrst dich, Weib, wie immer. Geh und nimm das Mondäne fort von hier. Hurtig, hurtig, Vera mit den dicken Backen. Okay, dann lass ich dich mal wieder weiter dichten. Ich fang schon mal an zu packen. Was auch immer. Ja, lass mich nur liegen. Lass mich hier liegen, rette dich selbst, weil du mich eh nur für einen Versager hältst. Ah, immer diese Störungen. Wenn's nach Vera gehen würde, dann würde ich meine Perlen noch heute auf die Säue werfen. Oder, im Moment heißt es nicht, nach den Säulen. Egal, zurück zur Nachtigall. Oder lassen wir das vielleicht besser. Ich meine, seitdem ich in der Wikipedia gelesen habe, dass die Spinnen frisst, ist mir irgendwie die Lust auf Nachtigallen vergangen. Was gibt's denn sonst noch so an Vogelgetier? Na, die Lerche zum Beispiel, genau. Genau, es war die Lerche und nicht die Nachtigall. Ja, die Lerche singt auf jeden Fall auch sehr schön. Die Lerche übt ihren Ruf, den schönen, muss man sich erst mal dran gewöhnen. Oh mein Gott, das ist ja schon wieder Walkes. Nachtigall, Lerche, das sind doch Symbole für romantische Gefühle. Jetzt sei mal romantisch, Stefan. Romantisch. Ich spüre genau, wenn die ersten Zeilen erstmal geschrieben sind, dann bricht der Damm, dann fließt es nur so, dann sprudelt es aus mir heraus, dann wird die Welt schon sehen. Also, nochmal. Keiner dichtet über Lerchen lieber als die Gummibärchen? Nein, fuck. Kann ich nur Schwachsinn dichten, oder was? Jetzt nochmal mit ganzer Kraft. Was berührt mich tief? Was macht mich wirklich traurig? Wo habe ich das Gefühl, so richtig zu versagen? Hat ja nichts mit Vögeln zu tun. Naja, irgendwie schon. Aber wahrscheinlich sollte ich doch nicht zu persönlich werden. Obwohl, ein bisschen persönlich muss es schon sein. Wahrscheinlich sind mir Vögel einfach zu egal, wenn ich ehrlich bin. Wie zum Beispiel, Lurche. Genau. Lerche, Panther, selbst der Lurch sind ja thematisch eher durch. Übrigens, ich habe doch noch ein Stück Kuchen gefunden, ist da schon ein bisschen älter. Jetzt habe ich mich aber wieder erschreckt. Ich will keinen Kuchen. Ich will ein Gedicht. Sorry, ich kann auch nichts dafür, dass die Lyrik tot ist. Die Lyrik ist nur tot, weil keiner mehr dichten kann, so wie Rilke das konnte. Ach, Unsinn, du mit deinen Reimen. Jeder kann Reime finden, das ist doch kinderleicht. Haha, ein Federhandschuh. Ha, dann mach doch. Mach doch mal ein Gedicht über die Nachtigall. Fein, okay. Wie wäre es mit die Nachtigall, die singt zwar schön,
Doch du solltest zur Arbeit gehen. Was? Pff, warum sollte ich mich ausbeuten lassen? Hä? Es gibt so vieles, was man in Gedichten ausdrücken müsste. Die Natur, die Pflanzen. Ja, und die Tiere. Doch alle Tiere der Nation zahlen dir kein Pfenniglohn. Ah, Geld. Es geht also um Geld. Ich soll also wieder in der Agentur arbeiten, hä? Ja, die werden mich ganz schön auslachen, das kann ich dir sagen. Die halten mich doch jetzt schon für einen Spinner. Keiner hält dich für eine Niete, zahlst du ausnahmsweise Miete. Aber nur wegen des Geldes. Ich will lieber leben wie Rilke oder wie Diogenes. Du lebst zwar so wie die Idole, doch leben wir von meiner Kohle. Geld, Geld, Geld. Ich hasse diese kapitalistische Leistungsgesellschaft. Da sagst du wirklich etwas Wahres. Eben. Doch deine Gläubiger wollen Bares. Ach. Hey, als wir noch Sex miteinander hatten, ja, da hättest du nie so mit mir geredet. Unsere Beziehung ist schon lange aus. Und darum werf ich dich jetzt raus. Das ist doch kein Gedicht. Also, dein Versmaß ist unter aller Sau. Hä, was? Du willst wirklich, dass ich ausziehe? Einfach so? Ohne jede Vorwarnung? Du hast also nichts geahnt? Ein Dutzend Mal hab ich gemahnt. Gut. Ich gehe. Dann gehe ich halt. Ha, du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn ich dann mal berühmt bin. Das wäre wirklich sehr zu hoffen, denn viele Rechnungen sind offen. Ha, gut. Na, aber ich muss noch packen und so. Verzögere den Auszug nur. Dein Koffer, der steht schon im Flur. Echt? Wow. Du hast es alles so geplant, oder? Das kann ich wirklich nicht bestreiten. Darf ich dich zur Tür begleiten? Dann gehe ich halt. Leb wohl. Dann wünsche ich dir ein tolles Leben. Kannst du mir noch die Schlüssel geben? Was? Und unser gemeinsamer Kühlschrank? Hä? Na gut. Hier. Und hör auf mit dem Dichten. Dein Rat erscheint mir wunderlich. War das nicht meiner Grat an dich? Hä, du bist eine wirklich, wirklich lausige Dichterin. Ach, und den Kuchen? Den kriege ich jetzt wohl nicht mehr, oder? Hä? Typisch. Da geht er hin, der arme Troll. Ich finde ehrlich, das ist toll. Denn seit er nur noch Dichter war, hat er sich immer aufgeführt wie das letzte Arschloch.